Jörg Kachelmann hat schon immer viel erzählt über das Wetter und dann auch, nicht nur im Prozess gegen ihn, über die Frauen. Dabei fiel immer mal wieder ein Wort, das nun ja Karriere gemacht hat. Es ist heute in Darmstadt zum Unwort des Jahres gekürt worden. Das kriegen nur Wörter der unfreundlichen Sorte hin, solche, die diffamieren und verschleiern. Ach ja, und Herr Kachelmann will es auch nicht erfunden haben, aber er findet das Wort noch immer prima: Opferabo. Ich habe das gelesen, habe es gleich wieder vergessen. Wer macht sich überhaupt Gedanken über so ein Unwort? Ja, schönes Wort. Das Unwort des Jahres, Opferabo. Gekürt an der Universität Darmstadt von einer Jury. Opferabo ist ein schlimmes Wort. Viele Kameras richten sich auf das böse Wort. Und dieses Opferabo suggeriert, sozusagen, es gäbe einen hohen Prozentsatz von Verleumdungen. Es suggeriert sozusagen die strategische Ausnutzung des häufigen Opferstatus von Frauen als, ja, sozusagen als Instrument, sich gegen Männer zu wehren. Und das hielten wir für dramatisch. Opferabo. Jörg Kachelmann hat es geprägt in seinem Vergewaltigungsprozess. Für ihn haben Frauen ein Opferabo, wenn sie Männer grundlos beschuldigen und das Opfer von sexueller Gewalt spielen. Frauen sind immer Opfer, auch wenn sie Täterinnen sind, sagte Kachelmann. Das Wort Opferabo reizte er in seinen Interviews aus. In diesem Kontext ist es eben deswegen so zynisch, weil es sozusagen Einzelfälle, die durchaus vorkommen können, über die wir überhaupt nicht urteilen wollen, was Verleumdungen angeht, die sozusagen ganz gezielt dazu erklärt, dass das sozusagen der typische Fall sei und dass Frauen eigentlich eben Täterinnen sein könnten, aber durch ihr Opferabo sozusagen das nie ernsthaft diskutiert würde. Opferabo kaum gehört und doch, die Darmstädter machen sich ihre Gedanken. Mit solchen Wörtern, die sind doch undifferenziert, pauschal. Ich empfinde das als zu wurschtig, deswegen als der Situation nicht angemessen. Also Opfer und Abo, das ist so kurz gefasst, aus dieser, sowas aus der Businesswelt sowieso, das geht da irgendwie nicht zusammen. Sehr abfällig auf jeden Fall. Und im Zusammenhang mit Frauen sowieso überhaupt nicht anwendbar und klingt für mich eher so ein bisschen ja, so nach Opfergesellschaft irgendwie, dass alle so, mir geht's so schlecht und alle haben so irgendwie so ein Opferabo gewählt für sich selber irgendwie auch. Wobei ich auch sagen muss, den Herr Kachelmann sollte man doch jetzt endlich mal in Ruhe lassen, denn er hat ja schon genug abbekommen und jetzt setzt man damit noch eins oben drauf, also ja, vielleicht sollte man einfach mal in Ruhe lassen. Im Zweifel für den Angeklagten. Kachelmann ist in seinem Prozess freigesprochen worden. Jetzt holen ihn seine Worte wieder ein. Opferabo, das Unwort des Jahres.